Die GTA-Reihe ist eine der erfolgreichsten Reihen der Videospielgeschichte. Besonders die neueren Teile wie San Andreas oder GTA 4 waren eine der erfolgreichsten Spiele ihrer Zeit. Eher unbekannt sind die ersten beiden Teile der Reihe, die in 2D waren und am Ende der 90er für PlayStation und PC erschienen. In Anlehnung an diese Spiele erschien 2004 GTA Advance. In diesem Handheld-Ableger der Reihe spielt man Mike, der mit seinem Kumpel Vinny das Gangsterleben hinter sich lassen will und aus Liberty City, übrigens der Stadt aus GTA 3, verschwinden will. Sie müssen nur noch ein paar Dinge erledigen, bevor sie verschwinden. Kurz bevor sie abhauen, wird Vinny allerdings von einer Bombe getötet, worauf Mike in Liberty City herausfinden will, wer der Mörder seines Freundes ist. In GTA Advance spielt man wie in den ersten beiden Teilen der Serie aus der Vogelperspektive. Neben den Missionen gibt es natürlich, wie bei anderen GTA-Teilen, viele Nebenquests, bei denen man Geld verdienen kann, wie Krankenwagen fahren, Wettrennen oder Bandenkette. Leider ist die Grafik eine große Schwäche des Spiels. Das Spiel ruckelt, besonders wenn man schnell fährt, sehr stark. Dadurch, dass die Leute auf der Straße sehr klein sind, kann man sie nur sehr, sehr schwer treffen, was in den Missionen extrem frustrierend sein kann. Außerdem gibt es viele Grafikbugs, die teilweise für Augenkrebs sorgen. Viel besser, weil es ständig die gleichen undeutlich verständlichen Musikstücke im Radio gibt. Wer also ein gutes GTA zum Mitnehmen erwartet hat, wird schwer enttäuscht. Das Spiel hat einfach zu viele Fehler und stellenweise eine Grafik, die schon auf dem NES besser gewesen wäre. Für kurze Zeit macht GTA Advance trotz der miesen Grafik allerdings trotzdem Spaß. Besonders wenn man mal wieder mit einem Panzer in eine große Verfolgung verwickelt ist und alle Autos in der Verfolgung platt fährst. GTA Advance bekommt 6 von 10 möglichen Punkten, weil es wie gesagt zu viele Fehler hat und die Grafik eben ganz schön schlecht ist. Ich lasse euch jetzt in einer kleinen Verfolgung zurück, die könnt ihr euch ja angucken, wenn ihr wollt, und sage tschüss und bis zum nächsten Video. I'm sorry.